Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Friedrich Bauer Biomedcenter Bayreuth. Im heutigen Video möchte ich Ihnen das Arbeiten unter der Sterilwerkbank und die sterilen Arbeitstechniken näher bringen. Die sterilen Arbeitstechniken und der sachgemäße Umgang mit der Sterilbank gehören zu den wichtigsten Dingen in einem modernen Zellkulturlabor. Bei unsachgemäßer Handhabung der Sterilbank oder bei nicht zureichenden sterilen Arbeitstechniken kann es dazu kommen, dass die Zellkulturen infiziert sind. Infektionen können zum Beispiel durch Bakterien, Viren, Pilze, aber auch durch andere Zellkulturarten verursacht werden. Des Weiteren kann bei unsachgemäßer Handhabung der Werkbank und zum Beispiel toxische Substanzen ein Personenschutz nicht mehr gewährleistet werden. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Video. Hier sind wir jetzt an unserer Sterilwerkbank. Das Wichtigste beim Arbeiten mit Zellkulturen oder allgemein unter einer Sterilwerkbank ist das Tragen eines Laborkittels. Dieser Laborkittel sollte speziell in einem Zelllabor nur für Arbeiten an der Sterilwerkbank genutzt werden. Sollte Ihr Institut auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel eine Histologie oder komplett andere Bereiche haben, wie zum Beispiel eine Mikrobiologie, sollte dafür auf jeden Fall ein anderer Schutzkittel verwendet werden, da das sonst wieder zu Infektionen führen kann. Als nächstes sollten unbedingt Handschuhe getragen werden. Es gibt drei verschiedene Arten von Handschuhen, die sehr häufig in der Zellkultur Anwendung finden. Zum ersten die Latex-Handschuhe, die am flexibelsten sind und am besten geeignet für das einfache Arbeiten mit Zellkulturen. Als nächstes haben wir die Nitrilhandschuhe, die etwas stabiler und resistenter gegen Chemikalien sind und somit für den Einsatz bei etwas toxischeren Stoffen oder etwas aggressiveren Gemischen eingesetzt werden können. Zu guter Letzt haben wir säurefeste Handschuhe, die mehrschichtig aus mehrschichtigem Kautschuk und aus mehrschichtigem Latex bestehen, die zum Beispiel für sehr toxische Substanzen oder auch starke Säuren verwendet werden können. Außerdem, bevor man mit dem Arbeiten unter der Sterilwerkbank beginnt, müssen die Hände gründlich mit 70%igem Ethanol eingesprüht und verrieben werden. Erst dann kann man unter der Sterilwerkbank arbeiten. Vor und nach jedem Arbeitsgang an der Sterilwerkbank sollte diese mit 70%igem Ethanol ausgesprüht werden. Man benutzt deshalb 70%igen Alkohol, da der Alkohol zum Desinfizieren 30 Sekunden lang einwirken muss und dies bei 100%igen nicht möglich wäre, da dieser zu schnell verdampft. Des Weiteren müssen alle Gegenstände, die unter die Werkbank gestellt werden, mit 70%igem Ethanol gründlichst eingesprüht werden. Wie immer empfiehlt sich auch hierbei, die Hände stets zu desinfizieren. Zum Transferieren von Flüssigkeitsmengen unter der Sterilbank verwenden wir serologische Einmal-Stabpipetten und einen Pipettierhelfer. Die serologischen Stabpipetten werden geöffnet. Hierbei ist besonders wichtig, dass man mit dem Handschuh, der ja nur desinfiziert und nicht steril ist, nicht an die sterile Pipette gelangt. Die sterile Pipette wird anschließend in den Pipettierhelfer eingesteckt. Nach Aufschrauben des Mediums oder der Lösung ist es besonders wichtig, dass man mit der Hand nicht mehr an oder über den Rand und die Öffnung der Flasche fasst. Nach der Aufnahme seiner Flüssigkeitsmenge werden die Flaschen sofort wieder verschlossen, um eventuelle Kontamination zu vermeiden. Beim Transferieren in ein neues Gefäß ist ebenso darauf zu achten. Die serologische Stabpipette kann danach verworfen werden. Eventuelle Tropfenmengen sind sofort mit einem in 70%igen Ethanol getränkten Zellstofftuch aufzunehmen. Am Ende eines jeden Arbeitstages, nach Herunterfahren der Werkbank, wird die Luft im Inneren und die Oberfläche im Inneren zusätzlich durch eine UV-Leuchte für eine Stunde desinfiziert.
einmal wöchentlich erfolgt eine gründliche Reinigung an der Sterilbank. Dazu wird die Werkbank ausgeschaltet, geöffnet und jegliche Oberflächen mit 70%igem Alkohol gründlich abgewischt. Und das waren die sterilen Arbeitstechniken und das sterile Arbeiten mit und unter einer Sterilbank. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.